Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir gehen einfach mal aus unserem Haus und schauen mal, was uns heute so erwartet. Wir müssen heute auf jeden Fall unseren Arbeitstisch, also unsere Montagestation, ausbauen, damit wir unseren Aufnahmetisch machen können. Aber dazu haben uns bisher diese niedlichen kleinen Brauseplatten gefehlt. Jetzt sollten wir alle eigentlich haben. So, das haben wir mal ein. Hier machen wir direkt mal hier die Teile. Da schauen wir mal in den Postkasten. Was haben wir denn da? Mint! Wenn du diesen Brief liest, bin ich bereits in den Zug nach Atara. Nein, ich habe versucht, dich heute Morgen zu besuchen, aber du hast geschlafen. Die Ironie ist mir bewusst. Das war echt schön, dich kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe das richtige Hilfe gedankt. Ich habe dieses Geschenk für dich besorgt. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir sehen uns nächstes Mal in Gürtel. Willst du mich damit verprügeln oder so? Okay, wir schauen mal, ob wir unseren Gürtel anziehen können. Maybe ist es ein geiles Ausrüstungsstück und das können wir noch so zusätzlich haben. Verteidigung 8. Okay, ja. Ich glaube, wir haben einfach mal den Gürtel um. Okay, auf der Map werden uns schon wieder zwei Aufträge angezeigt. Ich schaue mal, ob ich meine süßen Potatoes mitnehmen kann. Das wäre nämlich echt nice. Nee, die sind nicht für dich. Da glitzert zwar was, aber nicht, was ich brauche. Gut, zwei Aufträge werden jetzt angenommen. Dann schauen wir nach da oben und natürlich auch zur guten anderen Toaster, dass wir halt praktisch unseren Ding aufpassen können. Aber irgendwie der Stadt geht so gut wie schon lange nicht mehr. Ich meine, wir haben diesmal keine Wasserkatastrophe, keine Essenskatastrophe. Hey, schön, dass du wieder da bist, Biomanik. Oder Maniak. Maniak heißt. Bratpfanne. Joa, nehmen wir. Und Blutsteinkern. Ja, komm, machen wir auch. Machen wir auch. Machen wir auch. Können wir noch? Können wir die auch noch? Können wir die auch noch? Nee, 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 das geht dann nicht. Ja. Ja, ich sollte weit vor. Ja, ich bin noch. Hey, Jan, der kann von unten mir hochblicken. So weit bin ich da entfernt und er sieht mich trotzdem nicht. Dann so fast 1000 Punkte vor denen, ohne dass ich halt irgendwie großartig was mache. Ich mache halt einfach nur das, was da steht. Ich zoome mir einen Auftrag aus, denke mir so, kann ich machen. Und mach das halt dann. Das führt dann scheinbar zu sehr positiven Effekten. So, Geras und Arivo sehen wir bereits auf der Karte. Dann schauen wir mal hier hoch. Heidi hat einen Auftrag. Oh Gott, Heidi. Bitte gib mir umsonst meine erweiterte Station da und ich brauche jetzt meine Pauseplatten nicht. Heidi. Hey, leih mir den Mobilitätsanzug für ein paar Tage. Ich brauche ihn für Forschung. Um welche Forschung soll es genau sein? Was genau? Erstens analysiere ich die operative Effizienz des Mobilitätsanzuges auf verschiedenen Untergründen. Zweitens analysiere ich die Rückkopplungseffizienz des Anzugs beim Testen bestimmter Steuerangaben. Drittens, diese und andere Daten zusammenzufassen, um die Pilotierbarkeit des Anzugs zu verbessern. Du musst einfach nur den Anzug anhaben. Na ja gut, ich hätte es kommen sehen müssen. Mein Fehler, du wirst also lernen, besser zu fahren. Wenn ich meine Forschung mit solchen Terminologie einräume, schmälert das etwas das Prestige. Ah ja, das könnte man so sagen. Nun, Doc, ich weiß, dass du das Ding liebst, aber vergessen wir nicht, was bei der Eröffnungsfeier passiert ist. Du hast den Anzug zertrümmert und das hat ganz schön wehgetan. Die Verletzungen, die ich bei diesem Unfall erlitten habe, waren gering und sind inzwischen verheilt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Man sollte sich. Wie lief's Spanisch? Bisher ganz gut. Ich habe die Woche sehr viel über Haushaltsdinge wie Tisch und so gelernt und gerade bin ich dabei, Größen zu lernen. Ich habe nicht von dir gesprochen. Der Anzug, das Ding ist jetzt total kaputt. Er springt nicht mal an. Aber den muss jetzt reparaten. Ich verstehe. Würde der funktionierungsfähige, unfähige Status des Mobilitätsanzugs durch mein Handeln verursacht? Naja, um ehrlich zu sein, die meiste Abnutzung haben wir auf der Brücke verursacht. Ich glaube, dein kleiner Unfall war nur ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Oh. Ich meine, es sieht so aus, als ob der vordere Panzerung beschädigt. Und das Hilfsbetriebswerk kaputt ist. Außerdem sind mehrere hydraulisch angetriebene Gelenke überlastet. Ich würde sagen, er braucht eine Überholung, um es mal so zu sagen. Ich sag dir was, die Stadt hat nicht vor, den Anzug in nächster Zeit zu benutzen. Reparier ihn, halt ihn in den Schoß und du kannst du eine kleine Spritze machen, Entschuldigung, so viel Forschung betreiben, wie du willst. Was hältst du davon?
Ich akzeptiere. Allerdings benötigt für die Reparaturen eine ganze Reihe von ziemlich komplexen Materialien. Da komme ich ins Spiel. Und zu behaupten, dass die Ziviltruppe eine solche Aufgabe bewältigen könnte, wäre eine sehr zweifelhafte Behauptung, Alter. Wie der die immer fertig macht. Sieh mal an, wer da ist. Wenn es um Material geht, warum fragst du nicht unseren freundlichen Handwerker aus der Nachbarschaft? Gab es mittlerweile ein Update-Patch? Ja, es gab ein paar Bugfixes. Aber Need-Item-Name steht leider immer noch da. Es geht immer noch nicht. Leila, schnell, zuverlässig und geschickt. Es gibt niemanden, der besser für diesen Shop geeignet ist. Das heißt, wenn du es machen willst, Leila. Ja, Handwerker haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie nur in der Lage sind, bestimmte Materialien zu beschaffen. Sie werden in der Tat gut für solche Aufgaben geeignet. Einen Moment, bitte. Dann kann es ja nicht so wichtig sein, ja, denke ich auch. Es ist, irgendwie Freundschaft hier zu kriegen ist teilweise einfach und teilweise nicht mehr so wie im Portia. Hier ist eine Liste von Materialien, die benötigt wird. Ja, ich mach das schon. Ich lass hier das wie immer machen, die alte Handwerkerin, die keinen Namen hat. Ausgezeichnet, bitte prüfe die Liste sorgfältig. Wenn du daran denkst, dass Angewohnheit des Ziviltrupps nachzueifern, einen gelisteten Artikel falsch zu lesen und falsches Material wiederzufinden, dann tu das nicht. Ich werde den mobilen Anzug in meinen eigenen Schutz und mein Forschungszentrum bitten. Bitte kümmere dich darum, nachdem sie alle erforderlichen Materialien gefunden haben. Okay, werde ich machen. Aber zunächst mal brauchen wir eine größere Montagestation. Das war schon wieder sehr viel Gelaber von Ki. Warum labern die Halle so viel irgendwie? Also die Texte sind so ein bisschen boring, also so ein bisschen echt langweilig. So. Ja, richtige Labertasche. Hier, dieses ganze Dorf ist eine richtige Labertasche. Schau mal, ich kann das ausbauen. Aber ist das ein Haken? Ausbauen! Kann ich? Ich möchte das hier wieder ins Ecken stellen. Ja doch. Das sieht doch schön aus. Kann ich das eigentlich nochmal bestätigen? Verlassen? Kann ich das nochmal upgraden? Nee, das war's tatsächlich. Okay, es gibt nur ein Upgrade. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das noch ändern. Man weiß ja nie, was sich noch alles so entwickeln könnte in Sandrock. Ich hätte vor allem gerne meinen persönlichen Diener. Aber vielleicht muss ich einfach nur heiraten, meinen persönlichen Diener zu haben. Hat zumindest bei meinem Time of funktioniert. So. Das geht, bei My Time Report, ja, war das halt einfach so, also mein Ehepartner, also die Emily, eigentlich sollte die halt alles tun, auf der Xbox war das auch so, dass sie alles getan hat. Allerdings war das am Computer, hat Ack ihr immer die Aufgaben weggenommen, weil Ack einfach so übelst schnell war und Ack einfach übelst effizient war. Das war so ein Roboter, der irgendwie von Himmel gecrashed ist. Ich hoffe hier auf ein Ack 2.0, um ehrlich zu sein. Ich habe nämlich keinen Bock, meinen Garten noch länger zu bewässern. Oder einen anderen Angestellten. Vielleicht kann ich hier auch diesen Friedhofswärter hier einstellen. Wer braucht eine neue Aufgabe, wenn ich ihn schon besuchen muss? Warum genau muss ich eigentlich zum Friedhof? Das macht mir ein bisschen Angst. Ich mag keine Friedhöfe. Ich habe Angst vor. Ich habe sogar bei Sims vor dem Friedhof Angst. Boah, wir können mal wieder Sims spielen. Der kann doch bestimmt graben. Der hat auch hier ein Rohr als Gehstock mit der Pfeife dran. Grüß dich, Jüngling. Lebst du dich gut ein? Nein. Sag mal, wenn das dir nichts ausmacht, darf ich dich um etwas bitten? Klar doch. Meine Frau und ich waren seit den Anfängen von Sandrock hier. Früher, als es nicht mehr als eine unentdeckte Oase war. Während dieser Zeit hatte ich eine Reliktkamera, um unser Leben aufzuzeichnen. Ich habe alle Fotos in Fotoalbum aufbewahrt, aber vor dem letzten Sturm hat sich mein Gedächtnis im Stich gelassen. Ich habe das Album draußen gelassen. Nach dem Sturm war es weg. Jetzt habe ich mich damit abgefunden, dass ich die Fotos verloren habe. Aber vielleicht ist es noch eine Zeit, ein paar weitere Erinnerungen zu machen. Könntest du mir ein neues Fotoalbum für diese alte Szene erstellen? Na klar. Okay, ich habe Album gelernt. Ich würde den heiraten. Klar, den alten. Ja, den alten würde ich, glaube ich, auch. Wenn er hier... Ich würde den halt irgendwie gebrauchen, dass er irgendwie hier meinen Garten umgräbt. Ja, ich glaube, man kann hier leider nicht jeden... Ey, da ist wieder Fang und der macht wieder lustige Medikamenten-Cocktails verkaufen. Können wir mal mit ihm und seinen niedlichen kleinen Raben reden? Wir haben schon lange nicht mehr mit ihm geredet. Ich muss so Gespräche mit Kräutern... Ja. Ich möchte eigentlich mit X reden. Darf ich? Nein, ich lässt mich nicht an einem Vogel, wie schade. Hier kann ich ja so Medikamenten testen.
So, ich nehme einfach mal die blaue Flüssigkeit wieder. Ey, plus 3 Beziehung. Dies war nicht gut. Der Magen beginnt zu schmerzen. Nur vorübergehend. Okay. Oh, ich pupse. Wie süß. Ich jetzt immer so Pups-Dinger hinter mir. Komm, mach Pups-Pups. Ich habe Pups-Pups gemacht. Ja, wozu heiratet man sonst einen 80-Jährigen? Um sein Geld zu bekommen. Oh, ich mach Pups-Pups. Ich mach ganz viel Pups-Pups. Wie süß. Pups-Pups. Wir pupsen die Stadt. Das ist echt süß. Oh nein, ich pupse nicht mehr. Ich habe aufgehört zu pupsen. Das ist schade. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass immer hinter mir so Pupswolken rauskamen. Ich habe echt einen schönen Arsch in der Hose. Was ich schon wieder schaue, ich weiß. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Okay, mehr können wir jetzt da unten irgendwie nicht so bauen. Ich das Gefühl, wir sind langsam durch mit dem Spiel, was echt traurig wäre. Hier Gummischale und jetzt brauchen wir nur noch die Pause raus. Okay. Da hinten geht was aus. Hier. Benutze 3 Energiesteine, die waren so billig. Stahlstangen, Kupferstangen. Ich würde gerne die herstellen, aber kann ich irgendwie nicht. Ja, aber ein bisschen geht ja deine Stange hier noch. Okay. Eine Stunde noch, dass das voll ist. Dann schaue ich mal, dass ich die anderen Aufträge mal erfülle. Ist viel Dreck. Mechanischer Schrott. Komm, mach mechanischen Schrott. Braucht zwar kein Mensch mehr. Ja, vielleicht so ein Lager mal, aber ansonsten ist es irgendwie halt auch keiner mehr. So, dann packen wir mal alles weg. Weg, weg. So. Was können wir denn... Okay, also ich brauche jetzt erstmal das da. Und ich brauche das für das. Oder wie ich... Ja, ich brauche ein Leder. Nein, ich möchte eigentlich das Album hier, ja. So, jetzt brauche ich noch Blutsteine. Sammle ich erstmal alles und dann bringe ich das alles den Leuten vorbei. So, wo gibt es denn hier die Blutsteine? Ich finde es sehr schade, dass der Schrottplatz mir keine Blutsteine verkaufen möchte. Doch, der verkauft mir die sogar, aber ich würde die gerne finden in größerer Anzahl. Da hinten ist ein Festgestein. Irgendwie passen die Wörter nicht. Süß, schade. Oft passen die Wörter nicht. Okay, da ist ein Angriffshuhn. Ich hoffe, es sieht uns nicht, wenn ich hier einen Stein zertrümmere. Mir fällt gerade auf, ich habe bevor My Time with Sandrock rauskam, hatte ich mal so einen Traum, der einfach hier oben war. Das müsste einfach der morgige Tag gewesen sein. Voll krass. Und das war irgendwie sehr viel mit Secret of Mana dann teilweise noch. So, Blutstein. Eine Hexe. Das ist echt krass, was ich mal für einen Scheiß zusammenträume. Also ich träume ja eigentlich jede Nacht und dann kann ich mich immer dran erinnern und dann irgendwie manchmal passiert es halt dann echt oder so ähnliche Sachen und meistens ist es halt echt irgendwas mit Games, aber das ist halt echt creepy manchmal. Also zum Glück geht nicht alles davon in Erfüllung, aber halt manchmal hast du halt so Träume, wo du denkst, hey, das habe ich doch irgendwie schon mal geträumt irgendwie. Also es sind halt dann so Sachen, wo halt einfach das Zocken kommen und dann denke ich mir halt auch so, ja, ich habe halt einfach ein bisschen viel gezockt oder habe halt mal einen Trailer von irgendwas gesehen. Kann das schon passieren? Ich träume voll selten, aber wenn ich träume, dann in den letzten Rots, echt? Ich träume jede Nacht. Und dann träume ich halt echt so Sachen, die halt wirklich so in real teilweise passieren können. Das ist ein großer Gesteinsbrocken. Hallo, großer Gesteinsbrocken. Du wirst abgebaut. Und wir müssen jetzt dann halt einfach noch in die Mine. Also in die Bronzemine. Das heißt, ich darf jetzt echt nochmal fressen gehen, einfach weil ich jetzt schon wieder Blutsteine gefarmt habe. Ich lasse gleich wieder die ganzen Steine durchlaufen, so unser Mixer. So, einmal hier zurück.
Ist da endlich unsere süßen Potatoes fertig? Ja, unsere süßen Potatoes sind fertig. Nice. Ich hau da jetzt einfach mal ein bisschen von. Das wollte ich reinhauen. Die hier wollte ich mal reinhauen, dass wir da einfach mal ein paar Ziegel da haben. Da haben wir die Rohre. Das nehmen wir auch. Und dann brauche ich ja noch Pfannen, ist mir eingefallen. Die lassen wir auch gleich mal hier machen. Drei, okay, zwei kann ich schon mal machen und dann fehlt mir ein bisschen Bronze. Irgendwie war das zu erwarten. Okay, ich habe gerade keinen Dreck über. Ja, mir fehlt immer noch ein Banner. Vielleicht, wenn wir zurückkommen, wartet. Ich wollte ja noch hier mal ganz kurz ernten. Also anpflanzen tun wir einfach später, aber jetzt ernten wir erstmal. Weil ich kann ja hier nicht die Dinger, weil ich die nicht in meinem Inventar habe. Ja. Süßkartoffel. Okay, das ist noch nicht erntereif. Du bist auch noch nicht erntereif. Du bist aber erntereif und du bist auch noch nicht erntereif. Okay. So, kennst du das? Du träumst, was richtig Schlimmes und es könnte auch in echt sein und du hast eine Prüfung und weißt nichts oder hast etwas Wichtiges vergessen und wachst auf und denkst immer noch so, okay, ich bin im Arsch. Ja, das kenne ich leider. Okay, ich sehe aber gerade, wir müssen kurz die Folge beenden. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Hier bei My Time at Sandrock. Bis dahin. Tschüss.